Ich weiß nicht, ob Sie von diesem Begriff schon mal etwas gehört haben. Wir gehen in die Welt des Mikrobioms. Ich habe vorhin einen interessanten Artikel gelesen, den Begriff kannte ich auch noch nicht. Das Mikrobiom ist die Summe aller Kleinstlebewesen auf unserer Haut und in unseren Organen. Und die Zahl, die ich gerade gelesen habe, die ist so unglaublich. Die Summe in jedem Einzelnen von uns ist eine Billiarde. Und das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Ich kann mir schon eine Million nicht vorstellen. Aber das sind 1000 Billionen und eine Million Milliarden Kleinstlebewesen, die wir in uns vereinen. Und es gibt alleine auf unserer Haut, auf unserer Oberfläche, da tragen wir kleine Parasiten, Bakterien, Viren mit uns rum, so viele Menschen, wie es auf der Erde gibt. Also es fängt einem sofort an zu krabbeln, wenn man an das denkt. Und 7 Milliarden laufen auf mir rum, unvorstellbar. Und von diesen Kleinstlebewesen gibt es insgesamt 380.000 Viren. Und unser nächster Gast ist Spezialistin für diese Viren. Sie ist nicht nur in ihrer Heimat Tschechien bekannt für ihre Arbeit, sondern auch darüber hinaus. Und ich kann es nur so sagen, Parasiten der Welt, egal ob die großen oder kleinen, zieht euch warm an, weil jetzt kommt euer größter Feind. Und ich sage herzlich willkommen zu einem Vortrag von Hanna Blachowé. Vitam vás na lekce paní Hanne Blachowé. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Jmenuji se Hanna Blahová a pracuji 15 let jako poradce pro celostní medicínu v Brně. Ich heiße Hanna Blahová und arbeite seit 15 Jahren in Brünn. Ich arbeite mit einem diagnostischen Gerät Salvia, welche auf Basis von Akupunktursystem von Dr. Voll konstruiert wurde. Also nach meiner Erfahrung muss ich zusagen, dass die Krankheiten, die hinter allen Autoimmunkrankheiten stecken, die idiopathische Wurzel haben, die wir nicht kennen, stehen alle unsere Parasiten, die ich jetzt also langsam aufzähle. Stellen Sie sich aber nicht vor, so Ascaris, Kinderwürmer und solche große Parasiten. Ich habe vor vielen Jahren auch diese Würmer nicht gekannt und ich habe erkannt, dass diese großen Parasiten nicht die übelste, das Übelste sind, was wir in uns tragen. Je tady obrovský neznámý svět mikrobiální. Im Laufe der Zeit habe ich erkannt, dass viel mehr Parasiten gibt, nicht nur die großen, die wir kennen, sondern es geht darum, dass die Parasiten, die in uns getragen werden, ganz klein, mikroskopisch klein sind. Und viele Ärzte oder alle Ärzte lernen das nicht. Die wissen es überhaupt nicht, dass dieses Thema so wichtig ist. Diese mikroskopisch kleinen Parasiten kann man eigentlich absolut nicht erkennen oder sehr schwer erkennen. Die sind sehr empfindlich gegen Licht, gegen Austrocknung. Und die Bedingung ist, ein Parasiten zu erkennen, ist, dass wir den Parasiten so schnell wie möglich ins Labor bringen. Das heißt, diese Zeit vom Transport vom Arzt ins Labor ist sehr wichtig. Die Bedingung sollte sein, dass man immer wieder die Tests wiederholt. Und das macht man nicht. Und deswegen haben wir jede Menge von Pathogenen, die gar nicht erkannt werden. Mikroskopičtí parazité, kteří stojí za
Warum bin ich so überzeugt, dass alle diese mikroskopisch kleinen Parasiten so wichtig sind und als Grundlage für unsere Krankheiten sind? Es ist aus dem Grund, weil wir im Laufe von unserer Tätigkeit sehr viele Autoimmunkrankheiten geheilt haben, von denen man annimmt, dass sie unheilbar sind, zum Beispiel Asthma, Sarkoidose, Morbus Bechterew, rheumatische Arthritis, Sjögren-Syndrom, Vaskulitis. Multiple Sklerose, Lupus, Morbus Lupus, Colitis Ulcerose, Zöliakie und Sprö, Crohn, Morbus Crohn und, da, und weitere. Die besten Ergebnisse erzielen wir bei der Multiple Sklerose. Diese Krankheit haben wir am besten erfasst. Wir wissen, was wir suchen sollen, wo sollen wir suchen und womit sollten wir die Pathogene entfernen und in welchen Dosierungen. Vielleicht fragen Sie sich, warum spreche ich nicht von anderen Belastungen, wie zum Beispiel psychische Belastung, von Gluten, von Casein, von dann pathogene Wirkungen von PCs und Mikrowelle, geopathogene Zonen, chemische Stoffe, E-Nummern in Lebensmitteln, Pestiziden und weitere. Und eine ganze Reihe von sogenannten nicht lebendigen Belastungen. Vor 15 Jahren, als Sie angefangen haben, haben wir diese nicht lebendige Toxine verfolgt. Wir haben sie entfernt, wir haben sie behandelt, aber wir haben sie nicht eigentlich, wir haben den Zustand von Patienten nicht erkannt und nicht verbessert. Die Patienten sind nicht besser geworden, obwohl wir alles gemacht haben. Wir haben alles entgiftet. Das heißt, wir haben erkannt, dass irgendetwas noch dabei sein muss, was unsere Patienten belastet. Ich habe angefangen, die parasitäre Belastung zu testen und habe festgestellt, dass fast alle Patienten, also alle Klienten, die nennt das Klienten, irgendeinen Parasiten in sich trägt. Ich habe mich mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Und habe ich also jede Menge mikrobiologische Bücher durchgewälzt und vor allem also mit der Ausrichtung Veterinärmedizin und habe ich eine ganz neue Welt entdeckt. Das war als Folge, hat es dazu beigebracht, dass die Patienten also mit gewaltigen Vorschritten zurückgekommen sind, weil wir also angefangen haben, diese parasitäre Belastung zu entfernen. Ist es klar, was psychische Belastung betrifft, wenn jemand also in schwerem Stress ist, weil er krank ist, dann hat er auch psychische Probleme. Oder zum Beispiel solche Belastungen wie wirklich psychischer Ursprung, zum Beispiel ich bin arbeitslos, ich habe kein Zuhause. Die sind natürlich also sehr, sehr aussagegebend für langfristigen Stress. Und dieser Stress verursacht auch Erkrankungen. Aber wir nehmen die psychische Belastung nicht so in die Tiefe,
weil unsere Patienten gesünder werden. Die werden gesund. Also die wohnen unter gleichen Bedingungen, sie haben gleichen Partner und haben die gleiche, sagen wir, Arbeitsstelle. Das heißt, die Psyche hat eigentlich keinen Einfluss oder keinen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung von Autoimmunkrankheiten. Weiter haben wir auch andere Verfolgung von anderen Belastungen. Eigentlich sind wir abgegangen. Es ist eigentlich egal. Es ist natürlich auch wichtig, wenn jemand arbeitet in einem Uranbergbau oder mit Röntgen, das müssen wir verfolgen, diese radioaktive Belastung. Aber sonst verfolgen wir sie nicht. Wir müssen aber gesunde Leber haben. Das ist sehr wichtig. Also es war mir eigentlich langsam klar, dass wir Mikrobiologie mehr verfolgen müssen. Die ganze Palette von mikrobiellen Belastungen kann ich einfach in einige Gruppen aufteilen. Das sind die sogenannten Protozoa oder Einzeller. Das ist die erste Gruppe. Also die normale Protozoa, die sogenannte normale Protozoa, die kann man mit Desinfektionsmitteln eliminieren. Also es geht zum Beispiel um Guardian. Das ist ein Protozoa, was man auch im Trinkwasser finden könnte. Oder sie essen es mit kontaminiertem Fleisch und genügend gereinigtes Gemüse. Das weitere ist Chylomastix. Wo Sie sich anfangen können, wenn Sie in einem kontaminierten Wasser baden oder ein schmutziges Wasser trinken. Das weitere sind Trichomonas. Das sind also Trichomona vaginalis, sind sehr weit verbreitete Pathogene. Bei uns in Tschechien leiden unter Trichomonas mehr als 60% Frauen und Männer. Die sind sehr stark, also mit Candidosa-Belastung, eigentlich auf diese Belastung behandelt, aber die haben keine Ergebnisse, weil es ist so, dass nur die Frau behandelt wird und beide Partner tauschen sich aus. Also Trichomonas empfangen sie entweder von ihrem Partner oder es wird von der Mutter auf das Kind übertragen während der Schwangerschaft. Wir wissen vielleicht alle, wie Trichomonas was bewirkt. Aber wenn der Mann, und das ist das Wichtigste, viele Männer wissen das nicht, wenn sie Probleme mit der Blase haben, dann kann man sagen, sie haben eine Trichomonas-Belastung. Welche Symptome sind zum Beispiel mit Chylomastix und Guardian verbunden? Zum Beispiel bei Entzündungen von der Darm, von der Blase, mit Guardian, Entzündungen von der Zwölffingerdarm, Darmentzündung, alle Ekzeme. Zum Beispiel atopisches Ekzem, bis zu Lupus, Akne, Seborrhoe, alle Typen von Ekzeme und Pickeln haben eigentlich hier den Ursprung und deren Kombination. U Lamblii
ještě zůstanu, kromě refluxu jícnu. Bei Lamblia bleibe ich noch ein bisschen stehen, außer dass man Reflux kriegt, das heißt, zum Beispiel kann man über Diabetes auch daran nachdenken. Alle Darmerkrankungen, was wir schon jetzt erwähnt haben. Und wir vermuten stark, dass diese Guardian auch sehr große Rolle bei Autismus spielen. Diese Kinder, autistische Kinder, sind meistens auch mit Zöliakie belastet. Deswegen können wir sie sehr gut behandeln. Bei diesen Kindern haben wir die Lamblien getestet bis auf die Zentralnervensystem. Und ich will also die Impfung auch nicht so beiseite lassen. Und vor allem wichtig ist zu wissen, ob die Familien, wo autistische Kinder leben, auch eventuell Probleme mit dem Trinkwasser haben. Jetzt weiß ich nicht. Ich habe nicht zugehört. Ach, nicht. Also wir können es immer beim Baden in kontaminiertes Wasser können uns auch stecken. Wir haben sehr viele Patienten, die kamen aus der thermalen Bäder, wo sie sich in dem warmen Wasser anstecken. Zum Beispiel auch in Ungarn, in österreichischen, also nicht nur in tschechischen. Ja? Ich habe eine Patientin behandelt, die einmal so ein Thermalbasin war, wo sie gebadet hat, und da musste sie sofort nach Hause kommen, weil sie sehr starke Blasenentzündung bekommen hat. Und sehr wichtig ist, oder eine Neuigkeit für uns ist, sind die resistente Einzeller oder resistente Protozoa. Die leben im Wasser und im Trinkwasser, auch in dem Wasser, was man als offiziell sauber nennt. Die sind absolut nicht aufgefasst. In unserem Staat ist nur eine Firma, die sich mit den resistenten Protozoas befasst. Und von allen diesen Protozoas kann sie nur zwei entdecken. Ich glaube, auch in Deutschland ist die Situation nicht anders. Die Protozoan sollte eigentlich die hygienische Aufsicht erfassen, aber wenn sie sich also Wasseranalyse suchen, kann man nur lesen, dass man nur irgendwelche Nitratverbindungen und paar kleine wichtige Bakterien erfasst werden. Es ist natürlich auch nicht ohne diese Belastung. Aber mit Bakterien können wir also ohne Probleme können wir das lösen. Und im schlimmsten Fall nehmen Sie Endiaron und das haben Sie es weg. Die Protozoa sind also wesentlich wichtig und wesentlich gefährlich. Sie sind sehr aggressiv. Und sind sehr schnell durchlässig. Das heißt, die kommen durch das Gewebe durch und sie vermehren sich explosionsartig. Die vermehren sich binar. Und je nach der Sorte oder nach der Art
Die teilen sie in 2 und 4 in 8 Stunden. Das heißt, binnen 24 Stunden haben sie von einer Amöbe haben sie 4. Und so geht es weiter. Deswegen diese Protozoa mit ganz einfachen Pflanzenmitteln, das bringt nichts. Welche Protozoa-Arten gehören hier? Blastocystis hominis. Klienti si velmi stěžují na nejrůznější potíže, přestože už mají pouze. Unsere Klienten, haben wir unsere Erfahrung gemacht, auch nur weil diese Protozoa bleibt, die Klienten haben immer noch große Schwierigkeiten. Und natürlich ist es auch abhängig davon, welches Gewebe befallen wird. Denken wir, wenn diese Protozoa in einem Trinkwasser ist, das heißt, die Menschen werden dieses Trinkwasser als Trinkwasser, als Putzmittel, also für Zähne, für Bad nehmen. Das heißt, wir werden sie immer mehr und mehr aufnehmen. Das heißt, wenn wir sie durch Trinkwasser aufnehmen, dann können wir also Darmerkrankungen verursachen. Aber wir können auch chronische Nasenentzündung kriegen, Blasenentzündungen und verschiedene schwerwiegende Krankheiten. Das nächste Protozoa ist Sarkozystis. Gehört zu Kokzidien. Das kriegen wir entweder vom kontaminierten Trinkwasser oder auch vom Gemüse, was nicht richtig behandelt wurde. Und verursacht nicht spezifische rheumatoische Erkrankungen, Muskelschwäche, Muskelschmerzen, Gelenkprobleme. Was wichtiges Hinweis dazu ist, dass man die Muskelschwäche entwickelt und diese Muskeln werden immer mehr und mehr schwach. Sarkozystis habe ich bei den zwei Patienten getestet, die mit ALS zu mir gekommen sind. Und in 2 Parkinson-Kranken. Bei allen diesen Menschen sind die Glieder unheimlich schwach geworden. Obwohl diese Menschen, vor allem Parkinson-Menschen, sehr stark trainiert haben, sie haben ihre Muskelmasse trainiert, trotzdem haben sie das nicht geschafft. Alle diese 4 Patienten haben als Quelle kontaminiertes Wasser. Entweder haben sie eigenen Brunnen gehabt oder haben sie im kleinen Dorf gewohnt, wo nur eigentlich einheimische Quelle als Trinkwasserreservoir gedient hat, wo eigentlich früher das Wasser mit Chlor versetzt wurde. Wie wir schon wissen, also diese Protozoa reagieren nicht auf Chlorverbindungen und auf keine Desinfektionsmittel ist fähig, sie zu vernichten. Und auch kein Jod, nix. Es scheint, dass in Tschechien ein Riesenproblem ist, dass die Leute mindestens zur Hälfte der Nation keinen guten Zugang zu gutem Wasser haben.
testujeme vodu, kterou si přináší z domácnosti nebo z pracovní. Und deswegen als erste machen wir so, dass wir das Wasser, was sie von zu Hause mitnehmen als Trinkwasser, auch testen und da gehen wir auf die Nummer sicher. Kvalitní pitnou vodu mají pouze velká města. Ein qualitativ hochwertiges Wasser haben nur Großstädte. Kde se voda nejenom chloruje, wo das Wasser nicht nur chloriert wird. Ale ozařuje se i UV-lampami. Aber auch mit UV-Licht bestrahlt wurde oder wird oder mit Ozon behandelt wird. Jakmile se ve vodárnách neprovedou oba tyto úkony, solange in Wasserwerken nicht alle diese Tätigkeiten ausgeübt werden, kteří jsou vystaveni této kontaminované vodě, werden Bewohner, die dieses Wasser benutzen, weil in unseren Augen ist kontaminiertes Wasser, sind dazu verurteilt, chronische, nicht erklärbare Krankheiten zu entwickeln. Unsere Klienten lernen bei, dass sie das Wasser kochen, mindestens eine Minute lang, oder frieren. Dobré je také uvažovat o zabudování vlastní UV lampy před vodovodní kohoutek. Es ist auch möglich, eine eigene UV-Lampe vor Wasserhahn zu installieren. Dann sind sie nicht vom Staat abhängig und auch nicht vom Wasserwerk, auch nicht von den Ärzten und von Labors. Tento prvok už jednou do vás dostane nebo kterýkoliv jiný. Solange es passiert, dass diese Protozoa in sie eindringt, pouze si zabezpečit zdroj pitné vody. Es reicht nicht mehr aus, dass sie sich ein qualitativ hochwertiges Wasser besorgen. Tito prvoci už se musí odstranit chemickou cestou. Diese Protozoa muss man durch chemischen Mittel beseitigen. Jediná věc, na které naprosto striktně trváme, also jedenfalls beharren wir auf diese Tatsache, dass die Klienten, wenn sie sowas haben, wenn die Protozoa bei denen getestet werden, dass sie sich wirklich mit einem qualitativ hochwertigen Wasser zudecken. Sonst reicht das nicht aus. Dalším prvokem je Cryptosporidium nebo Isospora belli. Tyto názvy vám nic neřeknou, ale celkově... Weitere Protozoen sind die schon jetzt genannte, diesen Namen sagt Ihnen vielleicht nichts, aber... Naštěstí díky našemu diagnostickému přístroji... Aber dank unserem diagnostischen Gerät können wir sie entdecken und wissen, welche Mittel sie vernichten können. Dobrá zpráva je... Eine gute Nachricht ist, dass Autoimmunkrankheiten eigentlich im Prinzip nicht existiert. Wenn wir über Immunitätsstörung, sprich Autoimmunität sprechen würden, was bedeuten würde, dass unsere eigenen Zellen, Immunzellen, unsere eigenen Organe angreifen? Dann könnte uns nicht gelingen, dass wir diese Krankheiten heilen können. Aber nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen haben solche Fälle gelöst und zu gutem Ende gebracht. Weil wenn wir also nach einer speziellen Methode und nach einem speziellen Schritten behandeln, kann dieses Protokoll jeder an sich anwenden und jeder wird gute Ergebnisse kriegen. Weiter will ich über Allergie sprechen, was in meinen Augen auch keine Störung ist und keine Krankheit ist. Es geht wieder mal um einen Begriff, was die Ärzte eingeführt haben, weil sie eben keine wichtigen Unterlagen vom Labor erhalten. Kromě autoimmunitních chorob mohu hovořit o dalších nemocech,
Außer Autoimmunkrankheiten kann ich auch über verschiedene Krankheiten, zum Beispiel wie Herzarrhythmien, Bluthochdruck, Polyneuropathie, Lupus, Depressionen, Epilepsie, chronische Entzündungen von Mandeln, Schilddrüse, Blase, gynäkologische Krankheiten und weiter und so weiter. Auch wenn man über die Diagnose spricht, die sehr geheimnisvoll ist und sehr schwer ist, gilt eine Regel für unsere Berater. Suchen, was nicht in den Körper gehört, und Schritt für Schritt diese Belastungen entfernen. Weil jede Krankheit ist eigentlich ein Zusammenspiel von vielen und mehreren Pathogenen. Natürlich gibt es einige, die sind also am Spitze des Eisbergs. Und wichtig ist zu wissen, dass eine Krankheit kann nicht mit einem Mittel geheilt werden. Zum Beispiel Asthma kann man nicht durch Antibiotika behandeln oder heilen. Nicht behandeln, heilen. Die nächste Gruppe sind Plasmodien. Wenn es die ersten Artikel gab über Plasmodien in der Tschechischen Republik, haben sie einen großen Sturm des Widerstands hervorgerufen. Heute gibt es aber Beweise, dass auch bei uns in Tschechien noch in den 60er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es die sogenannten Autochtone oder die hiesigen Infektionen durch Plasmodien. Wir sprechen jedoch nicht über tropische Malaria-Erkrankungen. Wir sprechen über europäische Malaria-Arten, zum Beispiel Plasmodium ovale, Plasmodium vivax oder Malaria. Die tropische Malaria gibt es bei uns aber auch. Aber wenn wir sie austesten, handelt es sich in 90% um eine Reisekrankheit, Reiseanamnese. Wir sollten nicht vergessen, dass auch in Tschechien, dass es auch da Ausländer gibt. Und durch deren Blut können wir uns auch anstecken, genauso wie durch Mückenstiche. Auch bei uns gibt es Mücken, die Plasmodium haben, die übertragen. Der Stamm Culex, Aedes oder Anopheles und noch vier weitere. Das heißt, es heißt nicht, es gibt hier keine Überträger. Ich verfolge die Serie Monsters in Me auf dem Sender Discovery. Und eine Folge betrifft giftige und toxische Pflanzen, Stoffe und Lebewesen, die in Mitteleuropa vorkommen. In dieser Folge wurde gesagt, dass in dem Gebiet des Wiener Waldes, das ist ein Schutzgebiet in Südösterreich, gibt es bis heute noch Vorkommen von Mücken der Art Anopheles, die auch die richtige tropische Malaria übertragen. Das sind natürlich nur Stellen, die
nur ab und zu vorkommen, aber die sind in unserer Nähe. Es gibt auch die sogenannte Flughafeninfektion, bei der die Mücke, die zufälligerweise per Flugzeug kommt und dann den Flughafen verlässt, in einer Entfernung von einigen Kilometern, kann den Menschen infizieren, der zum Beispiel noch nie in subtropischen oder tropischen Gebieten war. Mit Plasmodien verbinden wir Symptome wie Depression. Wenn Plasmodien das Hirn erreichen, können sie die sogenannte zerebrale Malaria verursachen. Und die Menschen sind erschöpft, ohne triftigen Grund, sodass wir das zu einem chronischen Müdigkeitssyndrom zuzählen können. Sie schwitzen ohne Grund, ohne Erklärung. Schüttelfrost haben sie, Gelenkeschmerzen, Muskelschmerzen und Schmerzen von Sehnen. Insgesamt sind sie sehr erschöpft und die klassische Medizin kann keine Ursache finden. Natürlich gibt es unsere Lösung gegen Plasmodien. Jim Humble hat diese Lösung entdeckt und konnte nicht ahnen, dass nicht nur Afrikaner das nutzen können, sondern auch wir. Die nächste Gruppe sind Mikrofilarien. Es ist wieder ein Pathogen, welches Sehnsüchte hervorruft. Nach unserem Parasitologen sind wir kein endemisches Gebiet, wo Dirofilarien vorkommen, aber die Experten streiten darüber. Slowakische Parasitologen haben geforscht und haben die Mückeneier untersucht in der Slowakei und bei einem bestimmten Prozent der Mücken haben sie Embryonen von Dirofilaria imitis und Dirofilaria repens gefunden. Sie können sich vorstellen, wie klein der Parasit ist, wenn er in die Nase der Mücke passt, in den Stachel. Aber innerhalb von einigen Jahren wächst er und ist einige Zentimeter groß. Dann kann er natürlich große Schäden verursachen. Und zusätzlich ist er sehr verbreitet, genauso wie Plasmodien. Man muss sich vor Augen führen, wie viele von uns schon mal gestochen wurden. Filarien werden auch von Piesfliegen und kleinen Fliegen übertragen. Sie verursachen hohen Blutdruck, Arrhythmie. Und nicht umsonst werden sie auch Herz-Haarwurm genannt, Haarwürmer. Sehr verbreitet bei Hunden. Das wird belegt durch Tierärzte. Belegt. Also wenn unsere Hunde Filarien haben, gibt es hier keinen Grund, warum zumindest die gleiche Anzahl von Menschen auch nicht infiziert sein sollten. Denn die Mücken machen keinen Halt vor Menschen. Filarien beteiligen sich an allen rheumatischen Arthritis-Erkrankungen, Arrhythmien, Gelenkschmerzen, Sehnschmerzen, Entzündungen von Nieren, Knäueln, Schwellungen, Lymphom. Wenn
wenn sie Zuckungen verspüren, in den Muskeln. Besonders wenn sie abends im Bett liegen, sind sie wahrscheinlich mit Filarien angesteckt. Und es ist keine latente Tetanuserkrankung. Das habe ich selber an mir ausprobiert. Absichtlich habe ich Magnesium genommen, um auszuschließen, dass ich an keiner latenten Tetanuserkrankung leide, und erst Medikamente gegen Haarwürmer haben dieses Problem gelöst. Menschen können auch an Schlaflosigkeit leiden, denn Haarwürmer haben einen umgekehrten Rhythmus. Sie sind nachtaktiv und vormittags gehen sie zum Herz und zu der Lunge und nachmittags zu den Peripheren. Wir sollten sie so austesten, dass wir im Laufe von 24 Stunden das Blut aus den Peripherien entnehmen. Und das Blut muss aber der Art nach genommen werden. Also vormittags, mittags und nachmittags und abends. Das heißt, dass die Laboratorien müssten circa von 18 bis 23 Uhr geöffnet sein. Das ist bei uns wahrscheinlich genauso wie bei Ihnen, dass sie um 16 Uhr zu sind. Filarien wird bei uns normalerweise nicht getestet und sogar auch nicht bei den Menschen, die aus den sogenannten endemischen Gebieten zurückkommen. In diese endemischen Gebiete, wo unsere Parasitologen zulassen, dass es diese Parasiten dort geben könnte, besuchen wir natürlich gewöhnlich. Am verbreitetsten sind sie in Italien, dann in Griechenland, in der Türkei und alle Balkanstaaten, die wir normalerweise besuchen im Urlaub. Je näher sie, wenn sie gestochen werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Mücke bestimmte Mikrofilarien haben kann. Sie können das nicht sofort feststellen, da Mikrofilarien zuerst wachsen müssen. Das heißt, dass sie vom Urlaub nach Hause kommen. Sie fühlen sich zwar ein bisschen komisch, aber sie arbeiten weiterhin. Und die Hülle fängt an im Frühjahr oder im Winter. Und keiner kann was feststellen, da keiner mit diesen Mikrofilarien rechnet. Es ist ein Parasit, den man schwer loswerden kann, aber es ist möglich. Und er ist fast an allen Krankheiten, die ich genannt habe, beteiligt. Vor allem an Allergien. Die nächste Gruppe sind die Blattwürmer. Sie festzustellen ist nicht so schwierig. Sie sind aber sehr lästig. Wir können aber nicht sterben, wenn wir sie haben. Nur in Einzelfällen, wenn die Larven aus Versehen irgendwo landen, wo sie nicht sein sollen. Rundwürmer wie zum Beispiel Bauchwürmer, Toxocara, Aftermaden, Hülsenwürmer und ähnliches können uns nicht so belästigen. Wir können sie einfach finden und wissen, welche Medikamente wir einsetzen sollen. Und wir kennen uns mit der Dosierung aus. Daher komme ich schnell zu der letzten Gruppe. Das sind die Bandwürmer. Bandwürmer oder Egel. Es gibt keine Epilepsie ohne Zysten des Bandwurms im Hirn oder im Haupthirn.
Es gibt keine Multiple Sklerose ohne Zysten von Bandwürmern im Hirn oder im Rückenmark. Es gibt keine Sarkoidose ohne Zysten in Lunge und Lymphknoten. Und oft sind sie auch an der Ätiologie des Asthma beteiligt. Sie kommen bestimmt auch bei anderen Krankheiten vor. Sie sind mehr verbreitet, als ich mir vorstellen konnte. Meistens finden wir den Schweinebandwurm und natürlich dank der Ernährungsgewohnheiten. Echinokokkus ist auch sehr verbreitet. Diese kleine Bandwurm ist ein paar Millimeter groß, lang und sehr hinterhältig. Sie hat zwei Teilchen und in diesen Teilchen, also in dem letzten Teilchen, wachsen ca. 800 Eier. Stellen Sie sich vor, wie klein dieses eine Ei ist und wie einfach dieses Ei dieses Teilchen verlässt und dann wandert dieses Ei über Blut durch den Körper. Die Widersacher der Parasitologie sagen meistens, wie könnte dieses Ei da hinkommen? Genauso. Also über Blut und Lymphe. Sobald das geeignete Gewebe gefunden wird von dem Ei, wird das Ei, nistet sich das Ei ein und wächst heran. Und das kann auch 10 Jahre lang dauern. Das heißt, Sie müssen über 10 Jahre lang nichts wissen. Sobald die Zyste aber so groß ist, dass sie das umliegende Gewebe irritiert, und es ist sehr schlecht, wenn das Nervengewebe ist, dann spüren Sie natürlich die Folgen. Gott sei Dank wissen wir wieder, mit welchen Medikamenten wir das zerstören können. Die Dosierung ist auch bekannt. Und wir wissen auch, dass sie sich mit keinem Echinokokkus, dass sie sich mit einem Echinokokkus infizieren, wenn sie eine Brombeere essen, die vom Fuchs angepinkelt wurde. Das ist nämlich die offizielle Version in unseren Lehrbüchern und so ist es nicht. Denn nämlich alle Haushaltstiere können den Echinokokkus haben, alle Säugetiere, alle Tiere, die wir zu Hause haben, die wir jagen und essen, die haben das. Deshalb ist es so einfach, diese Infektion zu haben, zu bekommen. Wir müssen uns auch vor Augen führen, dass mit Regen und mit Ausscheidungen von den Tieren, die in der Natur leben, können natürlich die Embryonen auch in Untergrundwasser kommen oder in unsere Brunnen, wo wir das Wasser gar nicht behandeln oder filtern. Also wenn wir also alle Gruppen von Parasiten finden können, austesten können und auch Viren, Bakterien und Schimmelpilze, wenn wir sie gleichzeitig bekämpfen mit Lösungen oder Informationstropfen bekämpfen, dauert die ganze Behandlung ein paar Wochen bis ein paar Monate. Und nach dieser Phase sollten wir eigentlich nichts mehr finden. Und der Klient meldet auch, dass seine Probleme langsam verschwinden. In diesem Fall sind wir zufrieden und lassen den Klienten laufen und können die nächste Kerbe machen. Es ist vielleicht frech von mir zu behaupten, dass die Behandlung von solchen schwerwiegenden Krankheiten so einfach wäre.
Aber hinter dieser Einfachheit stecken 15 Jahre intensive Arbeit von mir und meinem Team. Wir teilen unsere Erfahrungen mit und passen die Therapien an, so wie die Beschwerden zulegen. Binnen diesen 15 Jahren haben wir also viel Ballast abgeworfen und haben uns verabschiedet von nicht funktionierenden, teuren und Geräten und verschiedenen Zusatzstoffen, die wir also nicht brauchen, die sie nicht bewährt haben. Zum Beispiel, ich empfehle unseren Klienten keine Diät, nur im Falle, dass sie Gelbsucht haben oder Gicht haben. Und da ist, kann man sagen, ein Zwischenhang zwischen Krankheit und der Erkrankung. Wenn der Patient Parasiten hat, reicht nicht aus, dass man Diät macht oder dass er Hungerkuren macht. Das hilft nicht aus. Aber wenn man also kurze Hungerkuren und kurze Diät, dann sind die Parasiten auch ausgehungert. Das ist ja klar. Aber merken wir das, russisches Sprichwort sagt, Parasit hält länger aus als der Mensch, wollte ich sagen. Entschuldigung. Das heißt, Parasit nimmt die Nahrung auf der ganzen Oberfläche vom ganzen Körper. Das heißt, wenn wir zum Beispiel glutenfreie Kost anfangen oder die Milch meiden, da sind die Protozoen natürlich also gerne an und die kriegen diese Nahrung nicht. Das heißt, unser Befinden wird besser, aber es wird nicht geheilt. Wir wissen doch, wenn bei der Zöliakie der Patient die Diät nicht achtet, kriegt er seine Schwierigkeiten zurück. Wir müssen dafür sorgen, dass der Klient nicht in kontaminierten Gegend lebt. Das heißt, die Wasserreinigung und Benutzen von kontaminiertem Wasser muss gemieden werden. Es soll dort nicht baden, soll kein rohes Fleisch essen, zum Beispiel Sushi. Jedenfalls wollen wir, dass der Klient meidet Küssen von den Tieren, im Garten, also die Handschuhe benutzen, Gartenarbeiten. Und dafür sorgen, dass er qualitativ hochwertiges Wasser trinkt. Wenn die Entgiftung fortschreitet, können wir auch sehr viele, und das ist ja grenzt an Wunder, kommt auch die psychische Belastung weg und das heißt, der Mensch wird plötzlich optimistischer und fröhlicher. Und er kommt dazu, dass seine Probleme, mit denen also die Ärzte keine Hilfe gebracht haben, schläft gut, schwitzt nicht, hat genug Energie, kann also seinen Steckenpferden nachgehen. Also das ist eine große, große Entlastung. Es ist wie dem Kolumbus-Eis. Es ist ja so, die Frage ist, wie kriege ich das hin? Unsere Methode werden wir jetzt 12 bis 15 Heilpraktiker eigentlich beibringen, damit auch Sie in Deutschland in Genuss dieser Methode kommen können. In zwei Tagen machen wir einen Workshop, wo wir den Therapeuten erklären, was sie machen müssten oder sollten. Sollten Sie fragen, dann bitte fragen Sie.
You were talking that about that many of parasites are in our body. Is it possible that we need them? Or is it all, are they all, let's say, enemies? Yes. I know this question because even in our country there are several parasitologists who say the same. And there is one doctor who even administered himself several eggs of tapeworms, and he claimed, or he wanted to demonstrate, that it is a way how to treat autoimmune or allergic diseases. I explained that these inflammations are caused by protozoa, so it's nonsense to add something else. Because when I have giardia, I cannot treat it by another parasite. And in the same word, parasite, is the substance. Because parasites at least something need to eat. It takes us food, and it must metabolize it. And these produce are toxic for us. So, in every case, parasite is a harm. So we don't need them. They are. We don't need it. Yeah, as you told us. It's a harm for our health and for our body. It's harmful. So we have to do something. Yeah. You were talking about diabetes, autism, vaccination. If you are talking about those fields of medicine, what is the official reaction in your country from the pharmaceutical industry, from the official health administration, how do they deal with you? Do they like you? No, they don't. And the reaction was very severe. I started with the work 8 years ago, and even in my family, I have a doctor. My daughter is a doctor, and but she's on your side. No, maybe now. We'll ask her. I have another daughter, and we argued by blood. I cried, but finally she started to admit that something can be on it, because the results are, and. In 1 week, I am invited on a conference of helminthologists. I am looking forward for it because one of my client, microbiologists, offered me to speak there because she is successfully treated. And again, not only in the family, but the official reaction of administration. You were talking about the drink water and the problems in your country with the drink water. And we know that we have the same problems here with the quality of drink water, which is getting worse every year. So it's really, really a problem here as well. But those guys who are responsible for health in your country should do something, should react if you show them in the drink water, we have that and that and that as a problem. Yes, it is a great problem. And I said that there is only one firm that tests the protozoa in drinking water. And I think that
it would be necessary that in each big town should be one such firm. But it is first a question of money, because UV lamps are very expensive in big towns. One lamp can in crown can cost about 200 crowns, and small towns and villages have no money for it. But they have the money to spend for the medical treatment for all those diseases, yes, and yes, they throw it it's out absurd. Millions of millions. Yes. It's absurd, that's right. So the money for doing nonsense is there, but the money for doing yes. sensible things is not yes. there. So I teach my clients to be self, soběstačný, self. Soběstačný. Self-responsible, you Self-responsible. Mean? Self-responsible. Yeah. One question is a special question. You were talking about the autoimmune diseases, and you say they don't exist. It is a clear and it's a brave statement. And if you hear a statement, I was just talking, what's about HIV? Again, please. What's about the HIV disease? If you say autoimmune diseases don't exist, and HIV, wie sagt ihr in der Tschechei? AIDS. AIDS. Ah, sorry. Yes. I thought yes. HIV. We mm-hmm. call it HIV and AIDS HIV. As well. Okay. Mm-hmm. AIDS. I have one case. We managed to increase the white cells from 300 to 640, and it's quite good. But I know the reason. It was a girl. Stopped visiting me, and I don't know what happened. What happened? But I think it is treatable. You think it's treatable, and you think it's the same reason due to the parasites? No, it's a virus. It's a virus. Yeah. And nothing to do with parasites. Of course, there must be another. Maybe parasites, bacteria, because this body must be weak. Yeah. And then you were talking about mental diseases, yes. depressive people, and you could as well found out that those diseases are also due to parasites? Definitely. We really are very good in sclerosis multiplex, and when we destroy tapeworm cysts, the neurological problems disappear. Last question, you were talking about the diseases, about the role of the parasites, and very little about the therapy. So what is the way of your treatment to your patients? What are you doing? We don't need only one threat, one medicine. We combine several ones, but it's too difficult to explain it in one sentence. And I will teach it to the German students, and we will teach the method step by step. But you have a plan, and you have different medicines, and the MMS is one of them, yeah. I suppose, and this helps with all those problems concerning and are due to yes. parasites. Yeah. Okay. Then I say many thanks for your Thank lecture you. And especially
for being brave in that way, because it's not a very simple way you choose, yeah. And it costs a lot of standing to do the way you do it. Thank and you. Thank you very much, Hannah. Okay.